Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Martin Stiller. Ich arbeite bei der Fraport AG im Bereich der Unternehmenskommunikation und bin dort auch der Spotterbeauftragte und habe heute Abend die besondere Ehre und das Vergnügen, mit den Spottern eine besondere Spottertour zu machen, und zwar eine in die Abenddämmerung hinein, beziehungsweise bis in die Nacht hinein. Das ist natürlich besonders interessant, gerade für die Spotter als Profis in Sachen Fotografieren, wie man mit langen Belichtungszeiten umgeht, muss man ja dann haben, wenn es ganz dunkel ist, wie man da vor allem die Objekte bzw. Bewegungen dann gut draufkriegt. Von daher gesehen, denke ich mal, wird das heute eine auch sehr anspruchsvolle Tour werden, gerade für die Spottergemeinschaft. Die Spottertour selber an sich ist jedes Mal neu. Theoretisch sind es immer die gleichen Flieger, die gleichen Linienflieger, aber man weiß nie, was auf Deutsch gesagt gerade heute auf dem Hof steht. Also sprich, welche Fluggesellschaft vielleicht Technical hatte, eine Ersatzmaschine irgendwo leasen musste. Von daher gesehen ist es immer sehr interessant zu sehen, was jetzt gerade los ist. Dann muss man auch sehen, wir werden ja auch sehr nah an die Vorfelder kommen, wenn Flugzeuge an einem vorbeirollen. Dann ist es sowieso immer ein Erlebnis, die Maschinen direkt nah an sich zu haben. Und von daher gesehen ist es jedes Mal ein Erlebnis und jedes Mal was Neues, wenn man sich direkt dann auf dem Vorfeld bei den Maschinen direkt befindet.